Okay. Ja. Gut. Und nun, Betten. Können wir uns einfach wieder ins Bett legen und. Keine Zeit für ein Nickerchen. Ja. Na, jetzt hast du doch alle Zeit der Welt. Das kannst du doch. Ich nehme nur den Bezug und lasse das Kissen da. Oh. Ach gut. Können wir trotzdem noch wen mit ersticken? Die sehen nicht gerade bequem aus. Aber das ist der Knast. Was soll man da erwarten? Jetzt hast du alle Zeit der Welt, jetzt kannst du dich Das macht einfach keinen hinlegen. Sinn. Legst dich hin und ja. Charlie. Randall, besorg mir den Sprengstoff. Ich warte hier. Wenn du dir Mühe gibst, wirst du schon was auftreiben. Okay, aber versprechen kann ich nichts. Tja, Sprengstoff müssen wir auftreiben. Nun, Captain Red Poster. Ja, Gang B. Klappen ausbrechen. Einfach rausrennen. Ach, der liebe Murray. Hält uns nicht mehr auf. Ich muss zugeben, dass ich von Randy nicht besonders viel hielt, als ich ihn das erste Mal zu Gesicht bekam. Er sah aus, als könnte ihn eine leichte Brise umhauen. Zumindest war das mein erster Eindruck. Hey, Junge, komm mal rüber. Ach, da kennen wir ja auch schon wieder. Habe ich was falsch gemacht? Du bist der Neue, stimmt's? Ja, alles bekannte Gesichter hier. Ich bin der neue Wachmann und suche nach einem guten Spitzel. Mit den Klamotten? Ja klar. Da musst du aber früher aufstehen, Junge. Tja, wenn ich nun undercover bin? Junge, ich kenne alle Wachleute hier. Ich mache sogar für manche von denen hier die Steuererklärung. Also glaub mir, wenn es hier einen neuen Wachmann gibt, dann wüsste ich das. Na dann mal zur Sache. Ich hab so Sachen über dich gehört, stimmen die? Ha, na hoffentlich nur Gutes. Wie ich höre, kannst du Sachen besorgen. Dein erster Tag hier drin und du brauchst schon was? Komm schon, Junge, geh's mal langsam an. Ich brauch Hilfe, um an bestimmte Sachen ranzukommen und alle sagen, du wärst mein Mann. Was du nicht sagst. Und was genau brauchst du? Ich brauche eine Menge Zeug. Sprengstoff. Und als erstes ein Weg hier raus. Ich kann dir alles besorgen. Aber da musst du schon etwas mehr ins Detail gehen. So einfach ist das? Ja, aber es dauert einen Tag. Ich kann dir alles besorgen. Oh Mann. Aber du kriegst es erst morgen. Oh, tu mir das nicht an. Ich komm sogar an einen Panzer ran. Ein Panzer? Ja, ein Panzer. Brauchst du einen Panzer? Ja, schon nicht schlecht. Das glaubst du nicht? Nee, darum geht's gar nicht. Weil ich dir einen Panzer nämlich einfach so besorgen kann. Ich glaub's ja, Mann. Sleazys Wort ist wie ein Schwur. Wenn ich dir sage, ich kann dir einen Panzer besorgen, dann kann ich dir bis morgen einen Panzer besorgen. Ich will keinen Scheiß Panzer. Ja, bis morgen hilft's mir sowieso Sagtest du nicht. Gerade, mein Panzer ist scheiße? Ja, hä? Nein, ich brauch nur gerade keinen. Tja, morgen kann schon alles wieder anders aussehen. Die Bestellung ist schon aufgegeben. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Gut, aber ein paar Sachen brauche ich noch heute. Da kann ich dir nicht helfen. War's das? Ja, jetzt bin ich zumindest stinksauer. Hast du etwa eine ganze Packung Kaugummi im Mund oder was? Um genau zu sein, zwei. Ich gewöhne mir das Rauchen ab, aber es läuft miserabel. Das beruhigt mich. Ein bisschen. Und du solltest auch mal runterkommen. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Ich wollte aber gar keinen Panzer. Hast du Sprengstoff für mich? Ich glaube, der Typ kann mir nicht mehr helfen. Zumindest nicht heute. Ich weiß nicht, ob wir mit dem reden sollten. Wow! Du auch? Dann sind ja fast alle zusammen. Kenn ich dich, Neuer? Klar! Ich meine... Nee, glaub nicht. Also was jetzt, Neuer? Kennen wir uns oder nicht? Naja, nicht so richtig. Sagen wir mal, ich kenne Mel. Weißt du, der Typ, den du immer beklaut hast... Ich meine, den du immer beliefert hast. Ja? Ah, der gute alte Mel. Ja, sicher. Hast du von ihm gehört? Eigentlich nicht. Das letzte Mal war er komplett high von Mercury Cola. Sei froh, dass du ihm später nicht nochmal begegnet bist. Ich sitze im Knast, also froh würde ich mich eigentlich nicht nennen. Aber egal, was war denn mit Mel? Der Typ hat den Zug der Schäferlein gekidnappt. Aber war so dicht, dass er den entgleisen ließ. Unfall. War nicht wie. Viele Verletzte. Mel auch. Die Strecke ist immer noch gesperrt. Mann, ich bin fast jeden Tag mit genau dem Zug gefahren. Tja, und das Beste ist, der Typ war nicht mal bewaffnet oder so.
Der hatte nur ein Ghostbusters Protonenpack auf. Und alle machten sich vor Angst in die Hose. Erstaunlich. Der Typ hier, wie das Kauen hier von dem Typen, das riecht ich nicht auf. Gefangener, der sieht doch sympathisch aus. Komm mit dem mal rein. Was für einen Sinn soll das nochmal machen? Einfach so. Was geht ab, Breifresse? Hey, das ist kein Brei und ich hab auch einen Namen. Ein bisschen Respekt hier, Grünschnabel. Und wie heißt du? Das sage ich dir nicht. Lass mich einfach in Ruhe weiter essen. Okay. Da steht ein Riesentyp hinter dir und der sieht gar nicht erfreut aus. Wir können jetzt nicht essen. Hier, komm. Sieh dir den Typen an. Dem schmeckt's richtig. Oh Mann. Wir brauchen bestimmt sein Essen. Können wir doch jetzt mit ihm... Entschuldige, Breifresse. Treib's nicht zu weit. Klingt doch nach einer Situation. Da steht ein Riesentyp hinter dir und der sieht gar nicht erfreut aus. Na komm, jetzt. Sieh dir den Typen Verdammt. An. Dem schmeckt's richtig. Das können wir doch bestimmt machen. Das klingt doch direkt nach der... Das klingt doch immer schnell genug. Das ist unsere Chance. Das braucht man bestimmt irgendwo für. Da steht ein Riesentyp hinter dir und der sieht gar nicht erfreut aus. Na komm. Sieh dir den Verdammt. Typen an. Dem schmeckt's richtig. Ja, das klappt noch nicht. So schnell kann ich nicht reagieren. Dem Typ geht ja wohl alles am Arsch vorbei. Das Essen, das müssen wir uns bestimmt irgendwann mal wegnehmen. Vielleicht sollte ich die Zeit für ein kleines Workout nutzen. Na, vielleicht später. Na, Gott sei Dank. Was wäre ein Knast ohne Hanteln im Hof? War kurz davor, mich zu beschweren. Tja, auch gut. Ich könnte ja ein kleines Fitnesstraining einlegen. Vielleicht später. Okay. Hier ist der Hof schon zu Ende. Unter den Hanteln können wir nichts. Okay, und dem können wir sein Essen nicht wegnehmen. Schade. Ich bin doch kein scheiß Wachtposten. Nicht? Hast du eben doch behauptet. Angeblich stehen wir die ganze Zeit unter Beobachtung, aber ich habe noch nie eine Wache da oben gesehen. Tja, du sollst sie auch nicht sehen. Mach ich nicht. Das ist ja der Sinn davon, dass du sie nicht siehst. Hi, Mowai. Hey, Mary. Was gibt's, Gefangener? Schon eingelegt? Ah. Geht so. Hier laufen die Dinge anders, Junge. Wenn du also ein Rad willst, bleib geistig immer in Bewegung, kümmere dich nur um dich und mach keinen Ärger. Wenn du eine Beschäftigung brauchst, rede mit mir. Ich verteile hier die Jobs. Das merke ich mir. Glaub mir, Junge, besser man hält hier den Ball flach. Du darfst keine Aufmerksamkeit erwecken. Ich glaube, die Leute hier drin können deinesgleichen nicht besonders gut leiden. Was meinen Sie mit meinesgleichen? Entspann dich, mein Freund. Ich verurteile dich nicht. Aber glaub bloß nicht, dass die Mitgefangenen so nett zu dir sein werden wie ich. Danke, Murray. Nicht zu danken. Murray? Ja? Was ist das da hinter Ihnen? Ja, das sind die Duschen. Oh, verstehe. Das hört man immer in den Filmen, stimmt's? Das Hilfe fallen lassen. Man darf nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht. Könnte ich mir die Duschen mal anschauen? Wäre echt toll. Nein, da kommst du nur rein, wenn Duschzeit ist. Okay, wenn's halt gar nicht geht, dann... Es ist nicht stinklangweilig, den ganzen Tag auf dem Hocker zu sitzen. Da müssen wir unbedingt mal die Safe fallen lassen. Aber Dienst ist Dienst. Dürfen Sie denn nicht mal was mitbringen, um ein bisschen Unterhaltung zu haben? Nicht mehr. Wir konnten früher Zeitung lesen, aber dann ist so viel passiert. Und der Direktor sagte, dass wohl weniger passieren würde, wenn die Wachen anfangen würden, die Gefangenen auch wirklich zu bewachen. Verstehe. Aha. Ich lasse ihn mal arbeiten. Plätzchen. Davon haben wir ja schon einige getötet, als wir die Anleitung brauchten. Du solltest dich von dieser Katze lieber fernhalten. Was meinen Sie damit? Sie denken doch hoffentlich nicht daran, die zu essen, oder? Himmel nein! Für wen hältst du mich denn? Keine Ahnung. Für einen Grillfreak? Woher zum Geier weißt du das? Ist aber auch egal. Die Katze rennt dir schon ein paar Jahre rum. Und immer, wenn sie sich mit jemandem anfreundet,
dann stirbt jemand. Oh. Sie kann irgendwie den Tod riechen. Oh, so. Hoffe ich, sie freundet sich nicht mit uns an. Als ob der Fluch nicht schon genug wäre. Jetzt habe ich auch noch eine Katze des Todes am Hals. Jo. Die Katze ist echt zum Gruseln. Ich rede nicht mit diesem Diener des Todes. Okay, ist nicht momentan in den Duschraum. Wir da offensichtlich nicht rein. Tja, schade. Dann zurück zu den Zellen. Mortimer! Der hier. Ach du Schande. Morty? Bist du das? Was machst du hier? Kein Scheiß? Wie das denn? Das ist für eine bekannte Gesichter. Das glaube ich ja nicht. Weißt du was, Genosse Mortimer? Ich habe keine Ahnung, was das Gegrummel bedeuten soll. Hatte ich nie. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das immer so an, als würde ich was nicht mitkriegen. Morty, du weißt, dass das mit uns beiden nie funktionieren konnte, oder? Wir stammen von komplett unterschiedlichen Welten. Nein, sag nichts. Mach's nicht schwerer für mich, als es eh schon ist. Okay. Morty? Bist du das? Was zum Geier machst du hier? Tja, eingesperrt sein. Ich hab Morty noch nie angefasst und jetzt fange ich bestimmt nicht damit an. Man sieht immer noch nicht sein Gesicht. Da fühlt sich wohl jemand im Dunkeln wohler. Oh, hier sehe ich auch schon den Bruno. Den Zellengenossen. Was für Sinn soll das nochmal machen? Oh, hi Bruno, du siehst ja sehr freundlich aus. Das wird dich lehren, sich über mein Essen zu beschweren. Na super. Oh je. Wie bitte? Vergiss es, oder hast du das gerade nicht gesehen? Doch, aber ich bin ein bisschen Lebensmittel im Spiel. Klappt nicht. Irgendein armer Schlucker steckt hier fest. Nee, brauche ich nicht. Und wann brauchen wir's? Bin noch nicht müde. Den Fusel kann ich nicht einfach mit der Hand nehmen. Ja, die Ente haben wir ja nicht mehr. Das Zeug könnte nicht ekliger aussehen. Wow, da ist eine Waschmitteltablette in einer der Taschen. Okay. Wozu brauchen wir aber eine. Ja, mit dem Kissenbezug, eine Waschmitteltablette und Gefangenenuniform. Ja. Sinnvolle Sachen. Sicher nicht. Ich lieg auch so schon in der Scheiße. Nee, brauche ich nicht. Tja. Keine Zeit für ein Nickerchen. Nicht. Gemessen an den Umständen ignoriere ich lieber, was da draußen vor sich geht. Da komme ich nicht raus. Tja, und hier in der Mitte ist so eine Art Ring, oder? So ein Ringkampf, wo es die Gefangenen metzeln. Oder wie muss das verstehen? Die Jungs gehen immer bei den Neulingen fischen. Und sie geben nicht auf, bis sie einen am Haken haben. Okay. Hallo, Box. Schönen guten Morgen, die Herren. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Frischen Fisch? Ich, mir gefällt der Ton nicht. Nein, ich bin kein Frischfisch. Schaut mal, Jungs, wir haben hier eine Kämpfernatur. Glaubst wohl, du kannst hier den Helden spielen, was? Naja, Held ist vielleicht zu viel gesagt. Sagen wir mal Protagonist. Ja, klar, Junge, du bist der Protagonist. Im Traum vielleicht. Schon irgendwie. Ich bin jetzt ja auch im Knast. Ich bin hier der Zuschauer. Mit der vierten Wand. Na dann? Ich mach mich mal auf die Socken. Sicher? Du willst keiner von uns sein? Was man so hört, bist du ein echtes Monster. Wäre bestimmt eine gute Abwechslung. Okay, was hört man denn so? Entspann dich. Wir verurteilen niemanden hier. Wir wollen nur deine Freunde sein. Weißt du, man braucht Freunde hier drin.
Tut mir leid, ich kann derzeit keine Bewerbung um freie Freundschaftsstellen annehmen. Komm schon, zier dich nicht so. Weißt schon, eine Hand wäscht die andere. Und was meinst du mit waschen? Komm rüber und ich zeig's dir. Ich war noch nie sehr neugierig. Ich lass es also. Wir brauchen hier auch mal einen Schlüssel für die Tür, damit es dort weitergehen kann. Oder Sprengstoff. Ja. Ich bin auf dem Weg zur Bibliothek. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet... Vergiss es! Wir erfreuen uns sehr an deiner Anwesenheit. Komm doch mal ein Stück näher. Wisst ihr, erst dachte ich, ihr seid so eine Art Skinheads oder so. Aber jetzt fällt mir auf, dass ihr sehr liebevolle Leute... Ich meine, macht mir ja nichts aus, aber ich stehe eher auf platonische Sachen, die man zum Beispiel in Büchereibüchern lesen kann. Wenn ihr also nichts dagegen habt... Aber wir haben da schon was dagegen. Wenn du da rein willst, musst du erst unsere Liebe empfangen. Aber ich sag's gleich, ich mag's gerne nur mal härter. Na, dann ich mal lieber ab. Kluge Entscheidung. In die Bibliothek kommen wir also nicht, oder? Die Typen lassen mich nicht einfach so durch. Tja. Ein Kissen... Bezug über den Kopf ziehen, können wir nicht. Wer würde das wollen? Ich. Vergiss es! Tja, die Schwestern. Ich halte mich lieber fern. Okay. Na dann, kriegen wir Sprengstoff her. Der arme Mann klemmt unter den Betten dran. Ja. Gut, hi Mumri, du bist auch weit gekommen. Vom Bewacher der Convention bis zum Knast. Gut, oh, ein Hinterhof. Oh, Bienchen. Nee, Wespen. Ja, klar. Einfach so. Warum nicht? Kommt man doch bestimmt hier. Könnte man doch bestimmt ins Inventar nehmen. Schlauch. Ein Rechen. Überbleibsel. Von irgendwas. Mach ich lieber nicht. Ein paar Stücke Holz, die zusammengenagelt und in den Boden gerammt wurden. Vernachlässigtes Feld. Jo. Hier können wir haben. Ich schätze, hier soll man was hinpflanzen. Einfach mal haken. Jo. Tja, ich bin zwar kein Fachmann, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt zum nächsten Schritt. Trockener Kürbis, den können wir doch bestimmt einpflanzen. Ja, warum nicht? Ohne Schlüssel geht hier gar nichts. Ja, einen Schlüssel, den kriegen wir wahrscheinlich nicht so schnell. Da ist ein Vorhängeschloss dran. Tja, vielleicht können wir mit der... Dafür ist das nicht. Schade. Jetzt können wir bestimmt den Kürbis. Ich glaube nicht, dass dem je wieder Wurzeln wachsen. Tja. Lieber nicht. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Hast recht. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Da sind Wespen drin. Tja. Gut, na dann, Schlauch, vielleicht können wir den anschließen. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Ja, ist gut. Hier können wir mal wieder ein Kätzchen töten. Jo. Kätzchen töten. Okay. Baum. Den soll ich ausreißen? Könnte ich machen, aber besser nicht. Okay, können wir nichts mit anfangen. Der erste Baum, den ich seit Monaten sehe. Ja, bestimmt. Reden wir mit ihm nochmal. Hier. Hast du einen Moment für ein ernsthaftes Gespräch? Ich hab das Gefühl, der wird uns noch was geben. Hat er mich nur gefragt, ob...
Ach nee, das ist wohl eh nichts für dich. Spuck's schon aus, du Pisser. Weißt du, da sind so ein paar Typen, die den Weg in die Bibliothek versperren und, naja, die haben mich so ein bisschen bedroht. Aha, die Schwestern haben also neues Spielzeug gefunden, was? Da steckt ja wohl Box dahinter. Egal, was sollte mich das kümmern? Ja, keine Ahnung. Dachte, wir können uns irgendwie gegenseitig helfen. Was soll das heißen? Gegenseitig helfen. Naja, wenn du mich beschützt, nur heute, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Kein Interesse an deinen Geheimnissen. Hau ab, Junge. Du nervst. Ach, komm schon, warte, sei doch nicht so... Hast du schon vom Ausbruchsplan gehört? Ausbruchsplan? Nein, hab ich noch nicht. Weil der geheim ist. Und wann soll die Sache steigen? Tja, morgen schon. Ganz früh. Das klingt nicht gerade glaubhaft. Aber wie sieht der Plan denn genau aus? Wir graben einen Tunnel und wir brauchen Sprengstoff, um uns durch die Mauer in Sektor 7 zu sprengen. Ihr grabt einen Tunnel? Womit denn? Tja, mein Kontakt hat Zugang zu den notwendigen Werkzeugen. Das Problem ist die verstärkte Stahlbetonwand in Sektor 7. Deswegen muss ich in die Bibliothek. Ich habe die schwache Hoffnung, dass ich da was über selbstgemachten Sprengstoff finde. Das, aber das geht nicht, solange die Schwestern da rumstehen. Geht's darum? Genau. Okay, naja, das überzeugt mich. Bin dabei. Echt? Du verscheißerst mich auch nicht? Wart's ab. Was soll ich denn machen? Box abmurksen, ja? Mir reicht's schon, wenn ich in die Bibliothek reinkomme. Okay, gebongt. Na dann mal los. Ich bin direkt hinter dir. Was, jetzt? Ich darf während dem Hofgang nicht ins Gebäude. Es gab da so einige, sagen wir, Zwischenfälle. Scheiße. Auskratz. Wann ist der Hofgang zu Ende? Schwer zu sagen. Hier kontrolliert keiner irgendwas. Außer der Wachmann da auf dem Hocker. Scheiß Murray. Okay, wie klingt das? Du gehst schon mal zur Tür und ich lenk ihn ab. Ja? Okay, Neuer. Aber ich warne dich. Wenn das nur ein Scherz ist und es gar keinen Ausbruchsplan gibt, dann mache ich dir den Rest deines Scheißlebens zur Hölle. Ist das klar? Ist klar. Klar, Mann. Ich würde dich nie übers Ohr hauen. Gut, wir müssen also Murray ablenken. Ja, das wird eine knifflige Sache. Obwohl, wir haben den schon einige Mal abgelenkt. Tja, Murray. Ach, der hat immer noch die Smiley-Marke. Oh Mann, wir haben die Alte auch nicht mehr. Gut, können wir ihn nicht den Rechner einfach über den Shady ziehen? Nee, damit kann ich ihm keins überziehen. Das bringt ihn ja um. Das wäre eine Nummer zu hart. Was? Ah ja, das ist jetzt hier. Ja, also. Ja. Tablette vielleicht. Die ist nicht für ihn. Auch wenn der sicher eine brauchen könnte. Tja. Kürbis im Schädel. Den behalte ich. Irgendwie gefällt er mir. Sähe bestimmt lustig aus. Okay. Schüssel. Ja. Sehr gut. Okay, damit können wir vielleicht was anfangen. Schüssel, Schüssel, Schüssel. Hinterhof. Ach, hier geht's noch weiter. Ich kann nicht verstehen, warum einige der Jungs ihn für einen Snob hielten. Es war seine ruhende Art. Wie er ging und sprach, das war schon ungewöhnlich hier. Er schlenderte herum wie einer, der in einem Computerspieleladen herumspaziert und den nichts auf der Welt bedrückt. Als ob er einen unsichtbaren Mantel anhätte, der ihn beschützt. Ja, ich glaube, man kann sagen, dass ich Randy von Anfang an mochte. Hallo Jungs, ich bin der Neue. Gut, du hast uns gerade noch gefehlt. Bin nicht sicher, ob mir das gefallen wird. Entspann dich, Kleiner. Du kannst uns vertrauen, stimmt's, Jungs? Stimmt. Meistens. Ja, wie auch immer. Wir haben eine Menge üble Sachen über dich gehört, Bruder. Ich traue erst reden, als wärst du ein richtiges Monster. Stimmt das? Wenn mir das Leben hier drin einfacher macht? Ja, stimmt. Ich bin das Monster. Gut gesagt, Monster. Und wie heißt du? Hicks. Randall Hicks. Randy der Rookie. Ich mag dich, Mann. Komm, spiel mit uns. Wir trainieren für den Inter-JVA-Weitspuck-Wettbewerb. Komm schon, zeig, was du drauf hast. Scheiße, immer dieses Randy.
Nein, danke. Mir ist gerade nicht danach. Ach. Randy, Randy, Randy. Ich hab nicht gesagt, spiel mit, wenn dir danach ist. Aber du bist neu, also gebe ich dir dies eine Mal. Und jetzt, Spuck! Okay, los geht's. Schon ein guter Bewerb. Das ist alles? Sag, dass das nur ein Ausrutscher war. Das war nur ein Ausrutscher. Mehr geht bei dir nicht? Komm schon, versuch's noch einmal. Okay, wenn's sein muss. Tja. Ach, komm schon. Das ist so jammerlich. Das kann meine kleine Schwester ja besser. Was ein Schwächling.